Hallo zusammen und willkommen zu meinem kleinen Mining Tutorial für Ascent, The Space Game. Ich habe mir dafür das System Vulkan ausgesucht. Nicht, weil es das Beste dafür ist oder so, sondern einfach nur, weil es für jemanden, der neu anfängt, sehr leicht zu erreichen ist. Es ist nämlich genau das Nachbarsystem vom Startsystem und man kommt hier zwangsweise auch ein Tutorial vorbei. Also während der Tutorial-Mission. Und es hat halt alles sehr in der Nähe. Also man hat hier die Station, wenn man Autopilot macht, Sprung nach Archimedes. Da bin ich genau dran. Da. Und direkt vor der Station hat man sowohl Asteroidengürtel als auch ein Gasriesen. Das heißt, man könnte hier auch Gasmining betreiben. Aber wir wollen erstmal normale Asteroiden abbauen. Dazu wechsle ich mit der 1-Taste in die Ich-Perspektive. Und schmeiße jetzt den Anker, nehme den Anker rein, dass er rot ist, damit ich mich besser bewegen kann. Weil wenn der Anker grün ist, also nochmal Alt drücken, dann kann ich zwar beschleunigen, aber es ist nicht besonders schnell die Beschleunigung. Außerdem, sobald ich aufhöre zu beschleunigen, geht das Ding wieder runter. Weil der Anker ist quasi da, um einen im All parken zu lassen. Was normalerweise nicht so wirklich gut möglich ist. Aber es ist halt irre praktisch, um den Kurs zu korrigieren. Wenn man normalerweise eine Geschwindigkeit drauf hat von 3000 Meter die Sekunde geradeaus und man gibt dann Schub irgendwie nach rechts, wenn man rechts abbiegen will, dann muss erstmal diese 1000 Meter die Sekunde so ein bisschen ausgeglichen werden. Und das braucht recht viel Schub. Deswegen, wenn man irgendwie drehen will, hält man normalerweise an mit dem Anker, dann macht man den Anker wieder hoch und ändert dann den Kurs. Gibt in die Richtung Schub. So mache ich das auch. Ich will zum Beispiel zu diesem Kammzeitbrocken. Da unten war einer. Da will ich jetzt mal hin. Man sieht, meine Beschleunigung wird immer schneller, 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 schneller. Muss man auch aufpassen, dass man nicht zu schnell wird, sonst huscht man im Ding einfach vorbei. Das bringt dann auch nichts. Du bist das, ne? Ja. So, jetzt drücke ich Alt. Primär zum Abbremsen. Dann nehme ich Kurs auf den Asteroiden. Mache den Anker wieder hoch. Beschleunige wieder in Richtung Asteroid. Und näher mich dem Ding jetzt auf 1000 Meter. Jedenfalls, wenn man den Miner Drill 1 hat. Muss man 1000 Meter rangehen. So, sind wir jetzt. Und dann drücke ich einfach Leertaste. Und ihr seht den Mining Beam da. Der verändert die Farbe. Und man muss aufpassen, weil wenn man das zu doll macht, puff, geht das Ding einfach in die Luft und die gesamten Ressourcen sind futsch. Object destroyed. Weil mein Beam zu heiß war. Wenn der Beam allerdings nicht heiß genug ist, das kann ich gleich mal demonstrieren, bei dem Sidiorolith Asteroiden da hinten, dann kommt auch nichts raus. Aber der Asteroid wird wenigstens nicht zerstört. Das heißt, wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann macht man erstmal ein bisschen wenig, guckt, ob er explodiert oder nicht, dann macht man ein bisschen mehr, guckt dann wieder und so weiter. So tastet man sich quasi ran. Oder man arbeitet mit Farben. Denn der Mining Beam verändert die Farbe, je nachdem, wie heiß er wird. Das heißt, ich gehe jetzt da mal ran. So. Jetzt orange, jetzt ist er pink, jetzt ist er lila. Und wenn er lila verschwindet, hört man auf zu minern. Weil er würde dann als nächstes blau werden, denn er ist schon zu spät. So, jetzt wird er zerlegt. Da hat man so eine kleine orangene Kugel in der Mitte gesehen und ich habe bekommen 27 Silikon und 13 Eisen. Silikon ist nicht besonders viel wert. Und gerade am Anfang hat man halt nicht so einen schönen großen Cargo, wie ich jetzt habe. Deswegen rate ich, dass man am Anfang nur die Sachen mitnimmt, die auch einigermaßen was wert sind. Also Silikon könnten wir jetzt verkaufen in der Basis, ich glaube für 50 oder so. Eisen allerdings schon für 200 bis 300. Es gibt allerdings keinen recht einfachen Weg, Sachen einfach rauszuschmeißen aus dem Cargo. Dazu muss man in die Konsole springen, das ist Steuerung C, und den hier eingeben, CH, Eject, 27 Silikon. Jetzt schmeißt er das Silikon raus und ich habe mehr Platz für das gute Zeug. Was ist das gute Zeug? Das könnt ihr einfach nachgucken, indem ihr in die Station selber reingeht und euch die Preise aufschreibt. So habe ich es zumindest am Anfang gemacht. Also hier an die Station hin. Geht in die Station hin und dann guckt ihr, für wie viel die NPCs das verkaufen. Oder kaufen, je nachdem welche Station man hat. Also in den inneren neuen Systemen werden alle Grundrohstoffe angeboten. Das sind die hier. Und hier im Vulkan Space wird Eisen verkauft. Für einen Preis von 200. Das heißt, man schreibt sie dann auf. Okay, Eisen
wird am günstigsten verkauft von NPCs für 200. Spieler verkaufen es vielleicht günstiger, aber hier hat man schon mal so einen Grundwert. Wenn man das dann woanders verkaufen würde, also nicht in Vulkan, sondern meinetwegen in Ceres, kriegt man mehr dafür. Bis zu 300 ungefähr. Was man jetzt aber schon sehen kann, ist aber Titan ist wesentlich mehr wert. Aluminium auch, Carbon auch. Das heißt, man sollte eher darauf achten, Asteroiden zu suchen, die die Sachen drin haben. Es gibt auch Sachen, die sind hier gar nicht aufgeführt, weil das sind nur die Grundrohstoffe. Etwas extravagantere Sachen, sowas wie Uran oder die ganzen Gase, die kann man nicht von NPCs kaufen, auch nicht an NPCs verkaufen. Das hat nur mit Spielern was zu tun oder mit Contracts. Zum Beispiel haben wir hier einen Contract für Zinn, also Tin. Und da kriegt man pro Tin 6500. Das ist schon wesentlich mehr als jetzt bei unserem pingeligen kleinen Eisen da für 300 Credits pro Stück. Aber jetzt, wie kriegt man raus, wo was drin ist? Also jetzt wissen wir, okay, Tin ist mehr wert als das, Magnesium ist mehr wert als das. Man macht sich so eine kleine Liste, damit man ungefähr ein Gefühl dafür bekommt. Aber jetzt, welche Asteroiden haben was drin? Dafür geht man in die Hilfedatei und sucht. Das sind übrigens jetzt die Wiki-Einträge. Die sind hier drin verlinkt im Spiel, dass man nicht raustabben muss. Das finde ich ganz praktisch. Also das Interface könnte natürlich noch echt ein bisschen überarbeitet werden, aber das ist eh so eine Sache. Jetzt gucke ich gerade. Terraforming, nein. Hijacking, nein. Das ganze alphabetische Sortieren wäre auch noch eine Möglichkeit. Asteroid Mining, da. Dann scrollen wir ein bisschen runter. Und hier sehen wir die Auflistung. Also, Kamacite, das war das, was ich zuerst zerstört habe. Das hätte 100% Eisen drin. Das heißt, alles, was man abbaut, ist Eisen. Siderulite, was sie eben gerade abgebaut hat, hat 33% Eisen und 67% Silikon. Heißt aber nicht, dass man immer genau diese Werte bekommt. Es hat erstmal eine kleine Abweichung drin. Und je näher dran an der richtigen Temperatur man ist, desto mehr Ressourcen bekommt man. Also sagen wir mal, die Hitze ist jetzt bei 200.000 Kelvin. Dann würde das Ding aufbrechen, man kriegt Ressourcen. Aber man kriegt nicht so viele Ressourcen wie meinetwegen bei 210.000 Kelvin. Aber bei 215.000 Kelvin würde das Ding schon explodieren und man kriegt gar keine Ressourcen. Das heißt, man muss so ein bisschen abwägen, wie viel Risiko man haben möchte. Und auch eh erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wann welche Farbwechsel im Laser drin sind und so weiter. Das ist erst später wichtig. Was wir jetzt hier gucken wollten. Wir haben gesehen, Tin zum Beispiel ist viel wert. Also könnte man sich aufschreiben, eine Liste von Asteroiden, die man am liebsten gerne hätte. Ganz unten wäre zum Beispiel Siderolite, weil da ist nur wenig Eisen drin und Silikon ist am wenigsten wert. Kamacite ist schon ein bisschen besser. Gerade am Anfang ist es recht praktisch, weil es ist recht häufig und man weiß, okay, ich kann es immer für 200 bis 300 verkaufen. Danach, was auch einigermaßen gut findbar ist, wäre Autunite. Da ist Uran drin. Uran hat man noch keine Preise für gesehen, aber es gibt dafür Contracts von NPCs. Und die erstmal aktualisieren sie sich alle Viertelstunde. Also nicht genau, also einmal um Schlag 0 Uhr, 0 Uhr 15, 0 Uhr 45. 1 Uhr, 1 Uhr 15, 1 Uhr 45. Ich habe keine Ahnung, warum bei der halben Stunde nicht, aber scheint so zu sein. Und der kann halt so lange durchklicken alle neuen inneren Systeme, bis man dann für seine Ressource auch einen Contract findet. Und Uran geht hoch bis 25.000 Credits pro Uran. Und das ist gerade am Anfang ein sehr, sehr schöner Boost. Da kann man mal eben ein, zwei Schiffe überspringen und gleich zum nächsten gehen. Also habe ich mir am Anfang aufgeschrieben, ich hätte gerne am allerliebsten Autunite. Dann hätte ich noch gerne Angrite, weil da Magnesium, Tin und Titanium drin ist. Und sonst Kamacite. Und dann habe ich die erstmal abgeklappert. So, zack. Unlock. Und das waren eigentlich schon die gröbsten Sachen. Das mit dem Sweet Spot, das muss man selber rausfinden. Habe ich auch noch nicht zu 100%, weil gerade am Anfang, wenn man nur so einen kleinen Mining Laser hat und nicht so viel Cargo, dann ist man eh fast voll nach einer Ladung. Wenn man später einen größeren Laser hat, so wie ich jetzt schon ein bisschen mehr Cargo, dann sieht man auch richtig Unterschiede, wie viele Ressourcen man bekommt. Wir können ja mal nochmal zu so einem Ding hier hingehen. Und ich versuche mal ein bisschen besser das mit dem Laser abzutimen. Anker raus. Und dann hoffentlich mehr als 13 Eisen zu bekommen. Also, das wird lila. Jetzt.
Ja, das war ein bisschen mehr Eisen als 13, weil ich halt näher dran war am Sweet Spot und weil der Asteroid selber vielleicht auch ein bisschen älter war. Also je älter Asteroiden sind, desto mehr Ressourcen sind da auch drin. Wie man das Alter nachgucken kann vom Asteroiden, weiß ich leider noch nicht. Das werde ich dann eventuell nachträglich noch als Overlay hier einfügen im Video. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es ein Konsolenbefehl ist. Aber das müssen wir dann gucken. Ja, und das war's eigentlich schon fürs Erste, fürs Minern. Wenn ich noch mehr dazu lerne, mache ich noch kleine Anekdoten dazu und kleine Extra-Videos. Aber das sollte erstmal das Gröbste sein und ich hoffe, euch hat das geholfen, am Anfang ein bisschen schneller an die Credits ranzukommen, die man braucht, um voranzukommen. Also dann, bis die Tage.